Damen und Herren, wir haben heute jetzt gerade Herrn Schindler in der Vernehmung. Wir hatten vorher den Abteilungsleiter Pauland vernommen. Und eines wird langsam deutlich. Ich habe den Eindruck, dass innerhalb des Bundesnachrichtendienstes die Organisationsmängel sich darin fortsetzen, dass keiner wirklich die Verantwortung übernehmen möchte. Es beginnt hier im Ausschuss ein schwarzer Peter-Spiel. Der schwarze Peter wird wechselseitig den handelnden Personen zugeschoben. Ich hoffe sehr, dass die weitere Vernehmung des BND-Präsidenten Schindler hier zur Klärung beitragen wird. Denn er hat in seiner ersten Einlassung tatsächlich auch entsprechende Defizite schon aufgezeigt und hat deutlich gemacht, wo er Handlungsbedarf sieht. Wir werden jedoch gleichwohl die Frage klären müssen, wie über einen längeren Zeitraum auch in seiner Amtszeit es möglich war, dass diese Defizite auch nicht ausgehend von den Snowden-Veröffentlichungen, ausgehend von der Tatsache, dass es einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema gibt, dass diese Themen nicht aktiv aufgeklärt worden sind, unabhängig von der Frage, wer hat wem wann was Bescheid gegeben. Das sind Fragen, die wir jetzt im Weiteren in der heutigen Vernehmung angehen werden. Eines ist auch deutlich geworden, die ganze Thematik ist nur deswegen bei uns in dieser Massivität auf der Tagesordnung, weil es für diesen ganz wesentlichen Tätigkeitsbereich des BND, nämlich die Fernmeldeaufklärung ausländischer Routineverkehre, keine vernünftigen Rechtsgrundlagen gibt und es eben auch hier keine parlamentarische Kontrolle gibt. Das hat der Abteilungsleiter Pauland in seiner Vernehmung so bestätigt und das bestärkt uns in unserer Auffassung, dass hier dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Vielen Dank. Präsident Schindler hat in seinem Eingangsstatement von mehreren Sollbruchstellen, die er definiert hat, in der Zusammenarbeit mit den Amerikanern benannt, unter anderem, dass eben eine Überprüfung der Selektoren im Jahr 2013 stattgefunden hat, von der er nicht unterrichtet wurde. Er hat aber auch davon gesprochen, dass zu Beginn der Zusammenarbeit eine nicht ganz ausreichende Filterung und Überprüfung der Selektoren stattgefunden hat, nämlich nur auf G10 kontrolliert wurde und das Memorandum of Agreement damit nicht umgesetzt wurde, ordnungsgemäß, was aus seiner Sicht aber keinen Verstoß gegen deutsches Recht dargestellt hat. Er hat weiterhin auch Maßnahmen genannt, die bereits zur Verbesserung umgesetzt wurden und wir wollen mit ihm nun weitersprechen über die Frage, ob aus seiner Sicht in seinem Hause der Zusammenarbeit mit der NSA genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es ist ja ein wichtiges Projekt gewesen für den BND, das hat er auch so beschrieben. Aber die Frage stellt sich schon, ob die fachliche, ob die rechtliche Begleitung dieses Projekts, das sehr sensible und komplexe Fragen aufgeworfen hat, ausreichende Bedeutung gehabt hat innerhalb des BND. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Er hat zugesagt, dass er zur Aufklärung beitragen wird. Und deswegen versprechen wir uns jetzt von der öffentlichen und von der nicht öffentlichen Vernehmung heute noch viele klärende Antworten für ihn. Vielen Dank. Eine Feststellung ist jetzt schon zu treffen. Die Kooperation zwischen der NSA und dem BND war vollkommen unkontrolliert. Die Verantwortungsebene, ob das Abteilungsleiter oder BND-Präsident sind, haben nicht gewusst, was tatsächlich in Bad Aibling passiert, welche Selektoren durch die USA bereitgestellt werden, welche Daten an die NSA geliefert werden. Und eines ist auch deutlich für uns, es fehlt offenbar auch in dieser Ebene jegliches technisches Verständnis, was es heißt, wenn man heute Internetverkehre massenhaft, sei es am Kabel oder sei es auf anderen Wegen, erfasst. Das ist tatsächlich ein Organisationsverschulden, das ist keine Bagatelle oder Petitesse, die jetzt einfach nachzuholen ist, für die man sich vor dem Ausschuss dann entschuldigen kann und die Sache ist damit geregelt, weil es hier tatsächlich auch um die Möglichkeit geht, dass Rechtsverstöße stattgefunden haben, dass nicht nur Verkehre deutscher Bürger erfasst wurden, sondern eben massiv auch europäische Interessen verletzt wurden. Und es ist ja auch deutlich geworden, es gibt jetzt ein Spiel innerhalb des BND, dass einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiter auch auf höherer Ebene versuchen, die Verantwortung für diesen Vorgang auf sich zu ziehen, um eben auch bestimmte politische Fragen, die jetzt im Raum stehen, warum war das Bundeskanzleramt nicht involviert und einbezogen, warum funktioniert das Prinzip nicht, dass man besondere Vorkommnisse nach oben meldet,
warum gibt es abgeschottete Abteilungen, die anscheinend für sich auf mündlicher Basis Verabredungen treffen, Dinge zu tun, die, wenn man sie aus der rückwärtigen Betrachtung heute ansieht, tatsächlich schon damals erkannt werden konnten als Rechtsdienst. Diese Fragen werden wir mit Herrn Schindler diskutieren und wir werden auch immer wieder hinterfragen müssen, ob die Darstellung des BND stimmt, ob es stimmig ist anzunehmen, dass diese Vorgänge und Vorfälle, also das Auffinden europäischer Regierungsbehörden, deutscher Unternehmen, die ausgeforscht werden sollen, hochrangiger politischer Personen aus Europa, wirklich nicht dazu geführt hat, dass es im BND ein Wissen gegeben hat zu diesen illegalen Selektoren, die über eine kleine abgeschirmte Gruppe hinausgeht. Wir haben unsere Zweifel an dieser Darstellung und auch das werden wir mit Herrn Schindler weiter diskutieren. Danke. Herr Schindler hat seine heutige Darstellung damit begonnen, dass er Verantwortung übernimmt. Er muss dies jetzt auch tun, denn es ist nach seiner eigenen Aussage und nach den Zeugen, die wir in den letzten Tagen gehört haben, so gewesen, dass nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden im Sommer 2013, insbesondere im Juli und August 2013, die Bundesregierung seinerzeit und auch der Bundesnachrichtendienst die Bevölkerung, das Parlament und die Abgeordneten falsch informiert hat. Sie haben damals gesagt, die Behauptungen von Edward Snowden seien nicht richtig, nämlich dass die NSA mithilfe des Bundesnachrichtendienstes unerlaubte Ziele in Deutschland und in Europa ausforscht. Wenn damals Herr Schindler und der Bundesnachrichtendienst, die Spitze des Bundesnachrichtendienstes und das Bundeskanzleramt das getan hätten, was sie hätten tun sollen, bevor sie eine solche Auskunft geben, dann hätten sie seinerzeit diese Auskunft nicht gegeben, weil sie hätten rausbekommen, was dann ja eine Unterabteilung später selbstständig rausbekommen hat, dass das sehr wohl richtig war, dass an diesen Erklärungen aus den Papieren von Edward Snowden, dass nicht nur was dran war, sondern dass das die Wahrheit gewesen ist und sie hätten nicht seinerzeit mindestens grob fahrlässig die Bevölkerung und das Parlament falsch informiert.